Liebe Freundinnen und Freunde der Böll-Stiftung, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig, Sie zum zweiten Tag der Grünen Erzählung 2021 begrüßen zu dürfen. Es wird mit Sicherheit heute wieder eine spannende Debatte wie am gestrigen Tag. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass Sie noch nachsinnen, dem Gespräch Lust auf mehr haben oder vielleicht auch sich heute zum ersten Mal zuschalten. Es ist so, dass wir neben den Podien zu Politik und Emotionen heute auch unsere Fragen in Themenforen und im digitalen Barcamp vertiefen wollen mit viel Raum für Austausch und Vernetzung. Thematisch lag unser Fokus gestern stark auf der ökologisch-sozialen Transformation und wir werden uns heute stärker um die gesellschaftspolitischen Fragen kümmern. Welche Emotionen brauchen wir für den demokratischen Aufbruch? Welche Emotionalisierung könnte der Demokratie auch zum Problem werden? Welche sozialmoralischen Milieus, welche Gruppen liegen dahinter? Welche Fragen sind zu stellen? Ein breites Spektrum von Emotionen, von den Aufbrüchen, von Mut und Wut, von Empörung über Hoffnung und Angst sind definitiv Fragen, die eine Tagung zu Politik und Emotionen adressieren sollte. Und Sie wissen, die grüne politische Strömung hat hier eine besonders bewegte Geschichte. Vielleicht ganz kurz gefasst von der Angstpolitik, teilweise sogar dem Katastrophismus, hin zu Mut für politische Veränderungen. Darum wird es heute im Besonderen gehen, wenn wir versuchen, mit denjenigen Kräften in der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen, die uns diesen Mut für Veränderung emotional hinterlegen können und die die Milieus dafür kennen und ihnen darüber berichten können. Ich freue mich jetzt sehr auf die Debatte. Hinter mir sehen Sie schon das Podium. Sonja Meschkat wartet mit ihren Gästen auf die Eröffnungsdebatte heute. Aber bevor wir das tun, gehen wir jetzt in ein sehr kurzes Stimmungsbild. 4 kurze Schlaglichter, in denen Politik und Emotionen noch einmal in unterschiedlichen Richtungen ausgerollt werden. Und dafür sage ich jetzt Film ab. Emotionen sind total wichtig und wir haben gesehen, dass zum Beispiel auch Fridays for Future in den letzten Jahren geschafft hat, die Debatte rund um die Klimakrise zu emotionalisieren und vielen, vielen Menschen dadurch auch Politik näher zu bringen oder Politik mit an den Küchentisch zu Hause, an die Debatten zu bringen. Und das ist unheimlich wichtig und gut so, weil wir es so geschafft haben als Grüne Jugend, als Fridays for Future, als Klimabewegung, Debatten weg von Zahlen und Diagrammen hin in die, zu den Menschen und an die Küchentische und in die Familien zu bringen. Und genau deswegen glaube ich auch, dass es unheimlich wichtig ist, genau mit diesen Emotionen zu arbeiten und auch mit der Polarisierung zu arbeiten, weil die Klimakrise nun mal genau vor unserer Haustüre steht und Menschen die Klimakrise schon akut erleben. Deswegen müssen wir auch als Grüne Jugend und als Grüne natürlich Emotionen der Menschen ansprechen und mit ihnen gemeinsam gegen diese Klimakrise kämpfen. Natürlich muss Politik auch die Sprache der jungen Menschen sprechen. So oft wird Politik immer noch mit Floskeln gemacht, mit Diagrammen, mit Fachgesprächen. Aber so werden wir meine Generation nicht erreichen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man auch an Orte geht, an denen junge Menschen abhängen, in Parks, in Skateparks, vielleicht vor die Berufsschulen oder eben auch auf die Rathausplätze und so wirklich von Angesicht zu Angesicht mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und natürlich spielt dann auch Emotionalisierung eine große Rolle, weil wir es nur so schaffen, auch wirklich junge Menschen anzusprechen. Ja, das muss ich auf jeden Fall. Und ganz so leicht ist das ja nicht mit der emotionalen Ansprache. Das bedarf ja schon einer gewissen Nähe, damit das überhaupt funktioniert und damit diese Nähe überhaupt sich erst aufbauen kann zu den PolitikerInnen, bedarf es ja schon auch einer gewissen Authentizität. Schwieriges Wort. Und ich glaube einfach, dass da die Politik sehr, sehr wenig getan hat in den letzten Jahrzehnten und in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin auch, dass ich einfach nicht weiß, was PolitikerInnen wollen und was sie auch wirklich ernst meinen und was einfach nur Blabla ist.
Also grundsätzlich muss man ja schon festhalten, dass es gut ist eigentlich, dass sehr, sehr viele Menschen sich im Internet äußern können und eine Reichweite bekommen für das, was sie sagen, was vorher nicht ging. Natürlich ist da auch sehr, sehr viel dabei, was ich persönlich nicht gut finden würde und was sehr unbequem ist, aber das muss eine Demokratie auch aushalten. Was natürlich nicht geht, alles, was über einen normalen Diskurs hinausgeht und wo es dann eben in Hass und Hetze auch übergeht, dass das überhaupt möglich ist, ist aber nicht Schuld an den Menschen, die emotional reagieren, die gereizt sind. So, das ist nicht deren Schuld. Das ist so, als würde man im Straßenverkehr die Schuld auf die Menschen schieben, die sagen, hey, hier ist Chaos, aber es gibt auch einfach keine Straßenregel, es gibt keine Ampeln, es gibt nichts. Also ist das Problem eher, dass die sozialen Medien, die einfach von profitorientierten Unternehmen aus den USA auch geleitet werden, dass die relativ viel machen können und das alles sehr, sehr unreguliert ist. Und wie wäre es mal, auch sich darum zu kümmern und einfach mal dafür zu sorgen, dass die digitale Infrastruktur in Deutschland hier, dass das mal ein bisschen geregelt wird. Ganz viele unterschiedliche Emotionen verbinde ich mit dem Thema Vielfalt in Deutschland, weil ich merke, dass es einerseits ganz viele Menschen gibt, die Interesse daran haben, unsere Gesellschaft in den unterschiedlichen Positionen und Räumen vielfältiger zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es definitiv ganz viele Menschen, die kein Interesse daran haben und einen absoluten eigenen Machtverlust wittern. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig und deswegen ist es ein Wechselbad der Gefühle. Das Ziel zu erreichen, eine vielfältige Gesellschaft zu haben, ist, glaube ich, kein Ziel, das man nur mit Wohlwollen erreicht. Was ich damit meine, ist, dass es natürlich Menschen geben wird, die kein Interesse an diesem Fortschritt haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, an der Sache dran zu bleiben und sich vorzustellen, welche Vorteile es hat, alle gesellschaftlichen Gruppen auch in politische, gesellschaftliche Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Was mir Mut macht, ist vor allem nachfolgende Generationen, die unerschrocken und mutig daran arbeiten. Und deshalb bleibe ich weiterhin froh und guter Dinge, dass wir das hinbekommen werden. Historisch ist es eindeutig, dass Demokratie ohne Emotionen nicht funktioniert. Demokratie ist nicht das andere von Emotionen und Emotion ist auch nicht das andere von Vernunft oder Rationalität. Emotionen sind das, was Menschen antreiben. Und ohne positive, vertrauensvolle Gefühle könnten wir überhaupt keine Demokratie bauen. Es gibt demokratietaugliche Gefühle und es gibt demokratieuntaugliche Gefühle. Ein absolut demokratietaugliches und sogar notwendiges Gefühl ist das Vertrauen, aber auch das Misstrauen natürlich, das begründete Misstrauen, was wir alle haben, einerseits als Bürger zueinander, aber auch in unsere Repräsentanten. Ohne das ist Demokratie nicht möglich, zumindest nicht in der Form, wie wir sie als parlamentarische Demokratie kennen. Zugleich gibt es demokratieuntaugliche Gefühle, zu denen ich vor allen Dingen den Hass zählen würde. Der Hass zielt ja darauf ab, Gegner, die gar nicht mal als Gegner, sondern als Feinde bezeichnet werden, zu vernichten. Und ein solches Vernichtungspotenzial oder eine solche Vernichtungsenergie ist für Demokratien ausgesprochen schädlich. Durch das Aufkommen von Protestbewegungen, in denen überwiegend am Anfang jüngere Leute sich engagiert haben für Dinge, die ihnen ein Dorn im Auge waren und die ihnen auch Angst eingeflößt haben. Umweltverschmutzung, AKWs, auch die Geschlechterungleichheit. All das hat Empörung, Wut und auch sehr viel Ungeduld hervorgerufen. Und diese Ungeduld wurde auf die Straße getragen, was ältere Generationen damals manchmal irritiert hat, auch abgestoßen hat, hat sich doch als Politikstil letztendlich durchgesetzt und hat diese Republik auch zum Besseren verwandelt. Ein
kleines Stimmungsbild vorab zu dieser Podiumsdiskussion, zu der ich Sie recht herzlich begrüße. Ja, Politik und Emotionen, das ist unser Thema. Und in der Vorbereitung auf diese Diskussion habe ich mich gefragt, was ein Wort war, was vielleicht auch im Moment für diese Zeit steht. Und es gibt seit ein paar Monaten ein Wort, das es wahrscheinlich ohne diese Pandemie auch gar nicht gegeben hätte, wütend. Also dieser Mix aus wütend und mütend eben. Mütend über politische Entscheidungen, die den einen vielleicht zu weit gehen, den anderen nicht weit genug. Mütend über gesellschaftliche Entwicklungen, gesellschaftliche Schieflagen, die sich eben gerade jetzt in dieser Pandemie auch besonders deutlich zeigen. Mütend, weil vielleicht eine Perspektive fehlt, etwas, woran man sich festhalten kann, also dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Aber schon bevor es dieses Wort mütend gegeben hat, das ja im Endeffekt auch einen Zustand beschreibt, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht sich ohnmächtig fühlen, schon bevor diese Zustandsbeschreibung in der Welt war, haben wir ja hochemotionalisierte und auch hochpolitisierte Debatten erlebt. Gerade jetzt in diesem sogenannten Superwahljahr scheinen die emotionalen Stellschrauben noch um einiges angezogen zu werden. Dabei haben wir ja gerade gehört von Ute Frevert vom Max-Planck-Institut Berlin, Demokratie funktioniert nicht ohne Emotionen. Und wir verknüpfen Emotionen, zum Beispiel mit den Einschränkungen der letzten Monate durch die Pandemie oder mit dem rechten Terror in Hanau oder auch mit den klimapolitischen Forderungen der jüngeren Generation einer Bewegung wie Fridays for Future. Wir wollen in diesem Podium, in dieser Diskussionsrunde Antworten finden auf die Frage, was lässt uns Mut finden, um politisch etwas zu gestalten. Und ich freue mich sehr, darüber zu sprechen mit Hadija Haruna Oelker. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin beim Hessischen Rundfunk und uns für diese Diskussion per Zoom zugeschaltet. Einen kurzen Wink rüber ins Homeoffice, nehme ich an. Genau. Dann freue ich mich, dass Heinz Bude bei uns ist, einer der renommiertesten Soziologen hier in Deutschland, lernt Makrosoziologie an der Uni Kassel. Schönen guten Tag. Ja. Und Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Auch Sie, herzlich willkommen. Hallo. Und ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Sonja Meschkat, freie Journalistin beim Deutschlandfunk und beim WDR. Also nochmal herzlich willkommen in die Runde. Und ich würde gerne das aufnehmen, was Anna Peters, die Bundessprecherin der Grünen, eben gesagt hat. Nämlich Emotionalisierung, Polarisierung ist wichtig, um Debatten an den Esstisch, also nach Hause zu bringen. Gerade vor dem Hintergrund, dass genau das ja oft genug beklagt wird, dass die Debatten zu emotionalisiert sind, dass sie zu sehr polarisieren, stimmen Sie ihr zu? Ich gebe das Wort erstmal an Frau Haruna Oelker. Naja, es gibt ja für mich Unterschiede in Sachen Emotionalisierung. Also das eine ist quasi die Emotionalisierung in einer negativen Form, wie viele ja meinen, wenn es dann so um Empörung geht, um einfach nur das Aufbäumen, das unreflektierte Wütendsein vielleicht auch, wo man auch sagen kann, naja, auch das hat seine Berechtigung, muss sicherlich auch manchmal sein. Aber dann gibt es auch eine Emotion, die ich eher als eine wichtige Emotion beschreiben würde, weil sie empathiefördernd ist. Weil ich, wenn ich ein Gefühl habe, vielleicht auch die Befähigung habe, mich in andere hineinzuversetzen, darüber nachzudenken, was geht dem anderen vor. Und in Verbindung auf Politik, in Bezug auf Politik würde ich definitiv sagen, zu diskutieren zu Hause am Tisch, was passiert da in meiner Gesellschaft, was wird diskutiert und das auch auf eine emotional-empathische Art und Weise, begrüße ich doch sehr und ist mir eigentlich viel zu wenig. Da stelle ich eher fest, dass es zu sehr auf eine Rationalität geht, dass eher gesagt wird, wir müssen das rational definieren. Es gibt eine sozusagen ein kognitives Verständnis, ein kognitives Empathischsein und zu wenig das emotionale Empathischsein. Und das sind schon, wenn man es wissenschafts- also oder emotionsforschungstechnisch betrachtet, schon noch auch Unterschiede. Also wir müssen rational sein, um einen klaren Gedanken zu fassen, aber wir müssen auch, denke ich, emotional sein auf eine empathische Art und Weise, um als Gesellschaft weiterzukommen. Auch um eine am Ende dann rationale Entscheidungen treffen zu können? Also Empathie und Emotionen in diesem Mix als Grundlage dafür?
Ich denke auch, jeder, der behauptet, Politik zu machen ohne Emotion, also ich zuletzt in einer Diskussion teilgenommen, in der es um genau diese Verbindung geht, inwiefern war Politik und Emotionalität schon immer verbunden. Ich meine, man hat es mit hochemotionalen Themen zu tun, wenn es um Ängste geht, wenn es um Hass geht. Das sind ja alles die simpelsten Formen von Gefühlen, die man besprechen kann. Aber es gibt ja so viele Zwischenebenen. Und natürlich muss ich als politische Trägerin das verstehen, um dann auf einer rationalen Ebene das eben mit einzubinden und dann im besten Fall gute Entscheidungen zu treffen. Herr Özdemir, als Politiker in der Runde, was sagen Sie, brauchen wir das tatsächlich, dass die Emotionalisierung, dass die Polarisierung noch mehr ja, in unser Wohnzimmer kommt, an den Abendbrottisch, dass wir da gut diskutieren können? Er ist ein bisschen Widerspruch in sich, also noch mehr Emotionalität, noch mal Polarisierung, damit man gut diskutieren kann, vermutlich nicht, wenn es nicht begleitet wird von Respekt, wenn es nicht begleitet wird von simplen Kulturtechniken, dass man den anderen ausreden lässt, zuhört, nicht alles Böse dieser Welt unterstellt, vielleicht auch nicht sich irgendwie, was ja heute dank sozialer Medien so eine Art Mode geworden ist, sich einzelne Schnipsel rauspickt, die falsch interpretiert. So ein bisschen erinnert mich der Diskurs heutzutage an Situationen im Fußballstadion. Meine Mannschaft hat immer recht, weil es ist meine Mannschaft und die gegnerische Mannschaft hat immer Unrecht, weil es ist die gegnerische Mannschaft und egal wie schlecht wir gespielt haben, wir haben zu Unrecht verloren und die Gegner haben immer zu Unrecht gewonnen. So, das übertragen wir gerade quasi aus dem Fußballstadion in unsere Diskurse, in der Politik, in der Gesellschaft. Deshalb bin ich bei dem Begriff Emotion ein bisschen zweigeteilt. Natürlich brauchen wir die Emotion hilft uns, dass wir uns aus dem Wohnzimmer rausbewegen und auf die Straße gehen, unsere Bedürfnisse artikulieren, uns gesellschaftlich engagieren. Gar kein Zweifel. Vielleicht ist auch Leidenschaft da noch ein passenderer Begriff. Aber am Ende, wenn es um die Entscheidung geht, ist, glaube ich, kühler Kopf nicht von Schaden, weil man eben dann auch unterschiedliche Aspekte beleuchten muss. Und letzter Punkt dazu. Die Emotionen, die ich mir zugestehe, die muss ich natürlich anderen auch zugestehen für ihre Anliegen. Und aus ihrer Sicht haben die das Gefühl, sie haben Recht und das, wofür ich mich einsetze, ist Blödsinn, ist Quatsch und ist irgendwie von wem auch immer ferngelenkt. Also damit muss ich mich ja erstmal auseinandersetzen. Darum, glaube ich, hilft es, wenn man das Wissen nicht komplett davon trennt, die Fakten nicht komplett davon trennt, weil das ist ja gerade so ein bisschen die Diskursverschiebung, die stattfindet. Dass man Fakten sind Meinungen und so weiter. Und wir sollten, finde ich, aus der progressiven Seite nicht unseren Beitrag dazu leisten. Okay. Aber schon auch, wenn Sie sagen, also ne, das, was ich fühle, muss ich dann auch dem anderen zugestehen, dass er das fühlt, beziehungsweise ich das, dieses Gefühl wahrnehme, wäre ja dann auch das, was Frau Haruna Oelker gerade schon gesagt hat. Also Empathie durchaus auch als wichtiger Faktor, damit man überhaupt eine gute Basis findet. Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich schaue mir die Nachrichten im Fernsehen an und sehe, dass Leute im Mittelmeer ertrinken und habe hoffentlich eine emotionale Regung, die dazu führt, dass ich sage, das ist ein unerträglicher Zustand für die Menschen, die ertrinken, aber auch für uns mit unseren Werten in Europa. Ich muss was machen, so, dass ich was machen muss. So, da kommt dann, glaube ich, die Verantwortung ins Spiel, nämlich dass ich mir überlege, wie mache ich was, dass es einerseits verhindert, dass Menschen ertrinken, gleichzeitig aber, so und jetzt kommt die Ratio ins Spiel, mir überlege, wie mache ich das auf eine Art und Weise, dass ich dafür vielleicht auch Mehrheiten organisiere, weil was nützt mir das, wenn ich schöne Ideen habe, aber sie haben niemals eine Gelegenheit, realisiert zu werden. Wie mache ich das so, dass bei der nächsten Wahl vielleicht nicht Marine Le Pen in Frankreich regiert und Salvini in Italien regiert? So, das ist dann der nächste Schritt. Und das ist schon wichtig, glaube ich, dass man diesen Schritt auch vollzieht. Vielleicht ist es auch der Unterschied zwischen einer Bürgerinitiative und zwischen einem Politiker in der Partei. Ich muss ihn als Politiker in der Partei eben immer auch berücksichtigen, dass es neben meiner Meinung, von der ich überzeugt bin, dass sie gut begründet ist, andere gibt, die das genauso von ihrer Meinung glauben. Und am Ende muss man sich zusammensetzen und schauen, dass man zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Und was mir so ein bisschen, was mich gerade sehr besorgt ist, dass der Kompromiss als konstitutives Element der Demokratie in Verruf gerät. Und zwar nicht nur von rechts. Das ist nicht gut. Mhm.
Herr Bude, ich beobachte Sie schon die ganze Zeit aus dem Augenwinkel. Es ist nicht so, dass ich nicht gesehen habe, dass sich in Ihnen etwas regt, wenn wir jetzt gerade eben auch schon im Endeffekt ja voll dabei sind und ein bisschen versuchen zu definieren, welche Gefühle, welche Emotionen wichtig sind. Also wir haben jetzt gerade schon gehört Empathie. Herr Özdemir hat von Leidenschaft gesprochen. Was würden Sie noch hinzufügen? Ach, ich glaube nicht an diese Empathie. Ne? Also nur, um das mal klarzustellen, Entschuldigung, dass ich das so hart sagen muss. Empathie, wenn Sie jemanden wirklich foltern wollen, dann müssen Sie hohe Empathie haben. Also Empathie an sich ist noch nichts Gutes. Ja, weil Sie sich in jemanden hineinversetzen müssen, in eine Lage hineinversetzen. Wenn Sie jemandem Schmerz zufügen wollen, müssen Sie sehr empathisch sein. Sie müssen wissen, wo die Schmerzpunkte bei den anderen Menschen sind. Also das mit der Empathie, da gibt es auch viele Forschungen mittlerweile drüber, das ist eine ziemlich neutrale Angelegenheit. Die kann gut und schlecht ausgehen. Es gibt sehr, Trump hatte eine gewisse narzisstische Empathie. Der konnte Ängste schüren, der wusste, wie man die Leute kriegen kann. Das war ja keine Maschine. Das war ein ziemlich gefährlicher, empathischer, narzisstischer, gestörter, wie wir jetzt sagen würden, Mensch, der ziemlich viel böse Dinge in die Welt gebracht hat. Was mich ein bisschen, wie soll ich sagen, wir müssen doch auch den Moment klarkriegen, über den wir über diese Dinge reden. Und ich habe das Gefühl, und Cem Özdemir hat das schon angedeutet, vielleicht verpassen wir in Deutschland gerade den Biden-Moment. Der Biden-Moment heißt nämlich, wir müssen realisieren, dass es bei der demokratischen Seite und bei der republikanischen Seite eine Mehrheit der Leute gibt, die alle das Gleiche wollen. Der Staat soll wieder fühlbar sein. Wir müssen die öffentlichen Güter wieder stärken. Wir müssen die Infrastruktur wieder aufbauen. Das sagen Republikaner auch. Gleichwohl, und das war die Situation der letzten 15, 20 Jahre, haben sich die Lager immer mehr über Polarisierung und Emotionalisierung, haben die Brücken wechselseitig gegeneinander abgebrochen. Das war die Situation in den USA. Und jetzt kommt Biden und sagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren können, die uns gemeinsam sind, und die Dinge, die uns trennen, auch emotional trennen, müssen wir vielleicht in einer demokratischen Kultur hinnehmen. Ich meine, was ich in der Schule lerne, ist doch, dass ich mit Menschen zurechtkomme, die Dinge für richtig halten, die ich nicht für richtig halte. Also das habe ich in der Schule gelernt, in der öffentlichen Schule. Ich hatte bei mir in der Klasse waren Leute, die haben gesagt, also was die so sagen, finde ich ziemlich plemplem. Also die haben irgendwie, weiß ich nicht, Hermann Hesse gelesen, den ich für furchtbar fand. Aber ich bin mit denen zurande gekommen, obwohl sie Hermann Hesse gelesen haben. Also das ist das, was man in der Schule lernt. Dass man mit Leuten umzugehen, die man nicht gut findet und trotzdem Seiten an ihnen zu finden, mit denen man sagen kann, naja, auch wenn du Hermann Hesse liest, kann es ganz nett manchmal mit dir sein, wenn man vielleicht zusammen schwimmen geht oder so etwas. Oder wenn man genau. Also, nein, worauf ich hinaus will ist, das ist der erste Moment. Der zweite Moment, das scheint mir bei den Grünen das große Problem im Augenblick zu sein, auch emotional. Die Leute wollen nicht nur jetzt durchstarten zum neuen Aufbruch, sondern sie wollen nach der Pandemie auch irgendwohin zurückkehren. Das ist die Situation. Wir wollen zurückkehren und aufbrechen gleichzeitig. Und wenn man jetzt nur Aufbruch predigt, dann sagen die Leute, irgendwie haben die verstanden, um was es hier geht. Wir wollen auch in eine Normalität zurück und wir wissen nicht, wie das geht. Und wir wollen auch Politiker haben, die emotional einen Sinn dafür haben, dass Rückkehr an einen Ort, wo wir noch nie waren, ein wirkliches Problem ist. Ich habe heute mit Leuten geredet, am Telefon in Kassel, die sagten mir, naja, vielleicht werden wir das mit der Maske immer so haben. Ich weiß zwar nicht, was das für mein Leben bedeutet, aber Herr Bude, meinen Sie nicht auch, das könnte sein? Ich sagte, ja, könnte vielleicht sein. Es gibt 1000 Mutanten in etwa, mit denen wir wissen das nicht so ganz genau. Also, der Punkt ist der, wir können diese Diskussion nicht im leeren Raum führen. Wir müssen sagen, in welcher Situation reden wir über Emotionen? In welcher Situation reden wir über Polarisierung? Da hat Cem Özdemir völlig recht. Und Sie haben es auch angedeutet, wir leben in einer Situation im Augenblick, wo ich den Eindruck habe, in allen Milieus brechen und emotional Dinge auf, wo ich sage, hört mal, jetzt lasst uns mal
nicht rational, ist ein blödes Wort. Lass uns mal an einen Tisch gehen und sag mir nur mal, worum es dir geht. Nur damit ich es verstehe. Ja, Frau Haruna Oecker hat gerade die Hand gehoben. Genau, ich versuche das hier immer genau aus der Ferne noch ein bisschen zu beobachten. Bitte schön. Es ist ein lustiges, Sie von hier zu beobachten. Ich würde gerne beides aufgreifen, weil ich natürlich bei dem Einstieg, natürlich kann Empathie oder Einfühlungsvermögen positiv wie negativ verwendet werden. Aber ich glaube, wenn wir an diesem Tisch sitzen, von dem Herr Bude spricht, von dem ja auch schon andere gesprochen haben, an dem so viele unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Differenzerfahrungen eben sitzen, aushandeln müssen in einer Zeit, in der, und das würde ich jetzt wiederum widersprechen, ich glaube nämlich nicht an die Rückkehr zum Normalen, weil was ist schon das Normale? Das ist ja sowieso das, was gesellschaftlich über bestimmte Themen oder Debatten sowieso hinterfragt wird, was ist hier normal? Also ich empfinde es als eine große Transformation, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch gesellschaftlich eben durch Stimmen, durch diesen großen Tisch, also die Menschen, die an diesem Tisch sitzen und Dinge verhandeln und eine Gesellschaft, vielleicht auch eine Gesellschaft der vielen, ja diskutieren. Und das geht für mich, also es geht hier auch um eine Auflösung von Mehrheiten und Minderheiten. Und das ist alles natürlich hoch emotional, bekommt Tausende von Schlagbegriffen, Kampfbegriffen zum Teil, die, und das fehlt mir dann wiederum, differenziert und nach Fakten diskutiert werden. Und ich glaube, da liegt auch der Kasus Knaxus, den auch Herr Özdemir mir angesprochen hat, das Wie. Also ja, wir müssen faktenbasiert sprechen, aber wir haben es mit emotionalen Themen zu tun. Wir haben es mit Themen zu tun, die oft das eigene Ich betreffen und das Ich, das dann von anderen zu kollektiven Mehrheiten gemacht wird. Und diese Menschen befinden sich in einer Transformation, die für mich keine Rückkehr ist, sondern eher ein Aufbruch zu einem neuen Ort, von dem eben keiner weiß, wie er ist. Und das wäre für mich eher der Biden-Moment, um dieses Bild zu nutzen. Gerne nochmal zu dem zurückkommen, Herr Bude, was Sie gerade gesagt haben. Also nehmen wir an, ne, das ist jetzt unser gemeinsamer Tisch. Wir sitzen hier und Sie haben gerade schon gesagt, es gibt gerade so viele Themen, die an einem Punkt vielleicht sind, wo sie aufbrechen, wo wir uns mit so vielen unterschiedlichen Themen parallel beschäftigen müssen. Es geht um Rassismus, um Diversität, um den Klimawandel und so weiter und so fort. Was ist denn Ihr Eindruck? Sind wir gerade auch gesellschaftlich an einem Kipppunkt? Das ist ja eigentlich was wir eher aus der Naturwissenschaft kennen, auch aus der Klimaforschung. Das ist dann, wäre im Zweifelsfall tatsächlich auch etwas, was nicht mehr reversibel ist, also was man nicht mehr zurückdrehen kann. Sehen Sie so einen Kipppunkt im Moment? Nein, sehe ich nicht, weil die letzten Wahlergebnisse genau gezeigt haben, dass die Leute, das war doch das Verrückte, was wir gesehen haben, dass die Amtsinhaber, egal aus welcher Partei sind, bei den Landtagswahlen überraschende Mehrheiten gewonnen haben. Genau das ist der Punkt, der mich interessiert. Es gibt doch offenbar eher, genau weil viele Leute das Gefühl haben, wir sind an so einem Kipppunkt, sollten wir jetzt nicht doch mal versuchen, und lassen Sie mich mal diesen Begriff oder diese Welt oder diese Metapher einzuführen, wir müssen uns ab und an auch mal des gemeinsamen Lebens versichern. Und das, glaube ich, scheint mir das Entscheidende im Augenblick zu sein. Wir sind dabei, es gibt manche Thematisierung der Lage, die das gemeinsame Leben zur Debatte stellen. Und das finde ich problematisch. Und erklären Sie das nochmal genauer. Was gemeinsames Leben bedeutet, also wenn ich bin so ein Mensch, der morgens joggt. Und ich sehe beim Joggen seit vielen Jahren Menschen, mit denen ich noch nie ein Wort geredet habe. Die grüße ich aber so beim Joggen. Und ich finde es wahnsinnig angenehm, morgens Leute zu grüßen und wieder gegrüßt zu werden. Obwohl teilweise da welche dabei sind, die solche Kampfhunde haben, die ich nicht besonders gerne mag. Aber weil sie mich grüßen, weiß ich, mir wird schon nichts passieren. Und das ist sehr angenehm, weil ich sehe sie als Teile meines gemeinsamen Lebens und bin nicht in einem politischen Disput mit ihnen begriffen. Ich bin nicht in einer Vorstellung begriffen, wo ich sage, ich muss dich jetzt von irgendetwas überzeugen, was ich für richtig halte. Es gibt aber den Horizont des gemeinsamen Lebens. Und zwar auch des Aufeinanderachtens. Zum Beispiel der Junge mit dem Kampfhund achtet darauf, dass der mir nicht in den... Ja, genau, der achtet, ohne das zum Ausdruck zu bringen. Und das
das finde ich sehr, sehr angenehm. Und ich bin geradezu beglückt manchmal morgens, dass es dieses gemeinsame Leben als einen belastungsfähigen Zustand am Morgen gibt. Und ich würde gerne, dass es einen belastungsfähigen Zustand auch in der Gesellschaft ab und an gibt. Eines solchen des Empfindens eines gemeinsamen Lebens als Hintergrund dafür, dass wir über unterschiedliche Normalitäten reden können. Aber wir müssen auch das Reden über unterschiedliche Normalitäten aus dem Horizont eines gemeinsamen Lebens tun. Letzter Punkt, das geht über Hannah Arendt hinaus. Das gemeinsame Leben ist privat und öffentlich gleichzeitig. Die ganze Idee, wir brauchen mehr Öffentlichkeit und weniger Privatheit, das ist Hannah Arendt, das ist falsch, meiner Ansicht nach. Das führt uns in die falsche Richtung. Wir müssen über diese Strukturen des gemeinsamen Lebens als eines elastischen, aber gleichzeitig uns das Empfinden des, wenn Sie so wollen, des Daseins in einer gemeinsamen Welt uns vor Augen führen. Und das ist für manche unklar im Augenblick. Denn wir befinden uns an einem wirklichen Punkt, dass das Schlimmste, was uns allen passieren kann, ist nicht mehr das, was hinter uns liegt, kein Krieg und kein Völkermord, sondern was vor uns liegt. Klimawandel, dass die Welt, dass Europa nicht mehr gibt. Und das sind natürlich wirklich wahnsinnige Geschichten. Also diese Angst, diese Inversion der Angst, in der wir uns gerade befinden. Das Schlimmste steht bevor uns, nicht hinter uns. Da umso mehr brauchen wir die Idee eines gemeinsamen Lebens, sonst schaffen wir das nicht. Sonst kriegen wir das mit der Angst vor dem, was noch kommt, nicht hin. Das war aber auch ein sehr schönes Plädoyer fürs morgendliche Joggen, wollte ich noch mal dazu sagen. Das habe ich schon gemerkt. Genau. Herr Özdemir, wie sehen Sie es denn, also aus Ihrer Warte als Politiker, wie nehmen Sie das wahr? Empfinden Sie das als Kipppunkt? Ist das was, womit Sie gar nichts anfangen können? Konnten Sie gerade Herrn Bude folgen mit seiner Argumentation, eben ja, das große Ganze ja dann eigentlich auch im Blick zu behalten? Ja, wobei als ich würde schon fast sagen, Schüler von Winfried Kretschmann war mir das jetzt mit Hannah Arendt einen Schritt zu schnell. Aber das machen wir beim nächsten Mal, weil das muss einfach jetzt fürs Protokoll gesagt werden. Aber etwas ernsthafter. Ich habe versucht, das jetzt auf ein praktisches Beispiel zu übertragen, während ich Ihnen zugehört habe. Zum Beispiel, wenn ich twittere, achte ich mittlerweile darauf, dass ich eine gendergerechte Sprache mache. Und ich lese manchmal auch die Reaktion, wenn ich irgendwie auf der Fahrt von Berlin nach Stuttgart viel Zeit habe im Zug, was zu verantworten kommt, weil es einfach manchmal ganz interessant ist. Und wenn man jetzt mal das Zeug, was jetzt irgendwie so unflätig ist, weglässt und guckt, ist da auch eine halbwegs Ernsthaftigkeit dabei? Gibt es welche, die schreiben zum Beispiel, ich finde einen Gedanken gut, aber das mit der Gendersprache, das ertrage ich nicht. Soll ich jetzt sagen, du bist auf der anderen Seite der Barrikade, mit dir rede ich nicht mehr? Soll ich die Kunden meiner Mutter in meinem Geburtsort in der Endungsschneiderei, denen vieles von dem, was meine Partei fordert, viel zu schnell geht, sie überfordert? Soll ich sagen, dann habt ihr es nicht verstanden, dann ist das Problem bei euch zu suchen? Oder kann ich nicht akzeptieren, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von Entwicklungen? Also Sprache ist zum Beispiel ein dynamischer Prozess. Manche Begriffe, die ich im Pausenhof früher benutzt habe, für die würde ich mich in Grund und Boden heute schämen und würde sie natürlich nicht mehr nicht nur nicht benutzen, sondern ich achte auch darauf, dass meine Kinder sie nicht benutzen. Aber muss ich jetzt davon ausgehen, dass jede Erkenntnis, die in meinem Büro irgendwie geteilt wird, auch vom Rest der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt so geteilt werden muss? Oder kann ich es nicht aushalten, dass andere einen anderen Erkenntnisstand haben? So, und das ist etwas, was mir große Sorgen macht, weil da ist nämlich auch eine Radikalität und eine Radikalisierung, ich sage das nochmals, nicht nur bei Rechtsaußen, sondern wir haben die auch zum Teil in unseren Milieus. Die Identitätsdebatte ist da ein bisschen ein Beispiel dafür, weil das eigentlich was ist, was von der anderen Seite kommt und bei uns zum Teil mit übernommen wird und einhergeht mit einer gleichzeitigen eine Art Entpolitisierung, weil das ist das, was eigentlich Politik für mich ausmacht, dass man sich um Strukturen kümmert. Im Prinzip ignoriert und es komplett auf die Gefühlsebene verlagert. Und ich sag mal, einen Wettbewerb um Emotionen gewinnt man nicht. Der ist nicht gewinnbar, weil der andere weil die eben Emotion einfach da ist. Und weil die anderen ihre Emotionen mir entgegenschleudern. Und wo soll das Ergebnis sein? Also wer ist die Instanz, die dann bewertet, was die authentischere, die echtere, diejenige ist, die dann in Handeln übertragen wird? Also ich komme einfach nochmal drauf zurück. Am Ende ist es ein Aushandeln von Ergebnissen auf der Basis von Argumenten. Und
ich brauche dafür Mehrheiten und muss die bewegen. Und das andere ist mir ein bisschen zu esoterisch. Frau Haruna Oelker, Sie haben wieder die Hand gehoben. Das ist ja nett von Ihnen. Bitte schön. Ich finde das so interessant, dass wir uns eigentlich am gleichen Tisch bewegen und wie unsere Perspektiven auf das Thema sind. Zum Beispiel, ich würde den Begriff esoterisch bei Emotionen nie verwenden, weil das zwei unterschiedliche Punkte sind. Aber um nochmal zurückzukehren, weil das eine ist es ja politisch zu betrachten und das andere ist sozusagen auf individueller Ebene. Und wir haben ja jetzt alle Wörter auch gehört, Identitätspolitik etc. Ich gehe mit Herrn Bude, wenn es darum geht, dass wir als Gesellschaft belastungsfähig sein müssen, weil das glaube ich auch. Die Frage, die sich dann für mich stellt, wenn wir beim Reden über unsere Differenzen alle belastungsfähig sein sollen, ist, wie wir denn es schaffen, dass alle die gleiche Ausstattung bekommen, um so belastungsfähig zu sein, um diesen Diskurs zu führen, um die Debatten, die wir alle gerade irgendwie auch aus halten, zum Teil müssen und ertragen müssen oder auch vielleicht mitdiskutieren müssen. Und ich würde in Frage stellen, dass wir schon vor diesem großen Wandel, Transformation, wie auch immer, die gleiche Ausstattung hatten oder gleich befähigt waren. Ich würde sagen, das waren wir schon vorher nicht. Das heißt, vielleicht ist das jetzt auch der Moment zu sagen, jetzt aber müssten wir es endlich sein in diesem Prozess der Veränderung. Und bei diesem Prozess der Veränderung komme ich wieder auf die Emotionen oder auf die Empathie oder auf das alles, was so ein bisschen weichgekocht ist, nämlich auf das Zuhören. Und Sie, Herr Özdemir, haben gerade von Aushalten gesprochen. Und ich glaube, das ist es, was uns fehlt. Mehr Zuhören, mehr Aushalten. Also, und zwar für alle ist das Lernen, glaube ich, das Lernen, das große Thema, Denkräume, in denen neue Konzepte von Gesellschaft und diesem Tisch, den wir ja gerade hier jetzt aufgestellt haben, verhandelt werden müssen. Denn und das ist auch eine historische Komponente, Herr Bude, Sie werden mich bestimmt bestätigen, bei gesellschaftlicher Transformation und diesen sogenannten Minderheiten, Mehrheiten, soziale Bewegung war es schon immer laut. Immer schon. Und das lässt sich ja auch bewegungsgeschichtlich feststellen. Also die Lautstärke ist störend, aber sie ist ja auch ein Zeichen für etwas. Und wenn man sich dann ruhig an den Tisch setzen könnte, mehr zuhört und aushält und lernt, dann würde dann auch verstanden werden, dass Identitätspolitik so lange geführt wird, solange es eine Demokratie nicht geschafft hat, einen Umgang mit ihren Minderheiten zu finden und sich die Minderheiten nicht auflösen und zu Mehrheiten werden und es quasi keine Mehrheit-Minderheits-Konstellation mehr braucht. Das sind so Gedankengänge, die kommen, also von denen lese ich viel. Das sind auch die Dinge, die mich interessieren, weil ich nämlich immer vorsichtig bin, gerade aus einer journalistischen Perspektive ja auch kritisiere, dass mit bestimmten Begriffen Politik gemacht wird oder auch mediale Debatten geführt werden. Und leider versäumt wird, sage ich jetzt mal diplomatisch gesprochen, über den Kern der Dinge zu sprechen. Frau Haruna Oelker, Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass nicht jeder von uns gleich ausgestattet ist damit, um bestimmte Dinge gut aushalten zu können. Also nicht jeder von uns hat dieselbe Grundausstattung mitbekommen. Das bringt mich tatsächlich zu dem Wort Solidarität, die vielbeschworene, die wir ja auch erlebt haben innerhalb dieser Pandemiezeit, mit der Sie sich, Herr Bude, auch viel auseinandergesetzt haben. Sie haben gesagt, es gibt in dieser Corona-Zeit eigentlich keine andere Medizin als Solidarität. Jetzt komme ich noch mal zurück auf die Grundausstattung. Solidarität ist ganz bestimmt wichtig als Kit einfach auch für eine Gesellschaft. Aber auch da können wir davon ausgehen, dass jeder mit derselben Art von Solidarität oder mit der gleichen Grundausstattung von Solidarität versorgt worden ist. Und macht es das eben vielleicht auch manchmal so schwierig, bestimmte Dinge auszuhalten? Nein, das ist, glaube ich, ein ganz falsches Bild. Mir ist sehr wichtig der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Solidarität. Und das kann man sich ganz einfach klar machen. Sie können sich sehr schnell eine sehr gerechte Gesellschaft vorstellen, wo es keine Solidarität gibt, wo alle Leute das kriegen, was ihnen zusteht, aber auch nicht mehr. Nur das, was ihnen zusteht. Und das ist genau ausgerechnet, was dir zusteht, nach bestimmten Kriterien. Der Rest interessiert uns nicht. Und Sie können sich Gesellschaften vorstellen mit einer großen Solidarität ohne jede Gerechtigkeit. Weil nämlich sozusagen festgestellt wird, ach, lass uns mal zusammen sein und dass du ein bisschen weniger hast, interessiert doch nicht. Hauptsache, wir sitzen alle in einem Boot. So. Ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, dass wir lernen sollten, emotional auch lernen sollten, dass eine gerechte Gesellschaft ohne Solidarität nichts ist. Ich finde, es muss eine Gemeinsamkeit geben, die, wenn Sie so wollen, dafür eintritt, dass Gerechtigkeit herrscht.
Und da sagt auch, es ist Teil meiner persönlichen Selbstachtung, dass die Dinge dass wir solidarisch uns bemühen, in schwierigen Situationen Gerechtigkeit walten zu lassen, damit jeder sein Anrecht hat. Aber ich weiß auch, dass es Situationen gibt, wo nicht die Frage ist, was steht dir zu, sondern was du brauchst. Und das ist die Frage der Pandemie gewesen. Da geht es nicht darum, was steht dir jetzt zu, sondern ich sehe, du brauchst etwas und ich gebe es dir. Aus einem Gefühl der Solidarität. Und weißt du, du brauchst mir jetzt nichts zurückgeben. Ich will nicht, dass du mir jetzt was zurückgibst. Ich weiß, irgendwann kriege ich mal was zurück, aber du musst mir jetzt nichts zurückgeben. Ich weiß, dass es nötig ist. Dass es nötig ist, Solidarität zu zeigen. Und zwar aus einer Situation heraus, wie das jedes Kind weiß. Es gibt Situationen, da muss man anderen zur Hilfe kommen, auch wenn sie Heulsusen sind und wenn sie irgendwie dann blöd sind, wenn man ihnen unter die Arme gegriffen hat. Aber es gibt diesen unmittelbaren Impuls zur Solidarität, damit Gerechtigkeit in dem Sinne herrscht, dass alle die gleichen, dann kommt der Kompetenzbegriff ins Spiel, alle die gleichen Kompetenzen haben, um gemeinsam über die allgemeinen Angelegenheiten in einer fairen und angemessenen Weise miteinander umzugehen. Aber Fairness ohne Gerechtigkeit kann ich mir nicht vorstellen. Der große Jürgen Habermas hat das mal so schön gesagt, die Solidarität ist das andere der Gerechtigkeit. Mhm. Frau Haruna-Oecker, Sie haben genickt, ich habe es zumindest gesehen. Wollten Sie noch das aufgreifen von Herrn Bude, auch ohne die Hand gehoben zu haben diesmal? Ja, das fand ich schön. Ich fand auch die Ausführung interessant, Gerechtigkeit geht ohne und umgekehrt, muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken. Aber auch ich denke, dass dass es Solidarität braucht als eine Grundhaltung, als gesellschaftliches Verständnis, um Krisen auch zu überstehen und damit auch um im besten Fall eine gerechte Gesellschaft zu werden. Und was ich interessant finde, ist diese, was bedeutet das dann, was Sie sagen, Herr Bude, im Sinne von Solidarität mit den Unterdrückten, um mal dieses Wort zu bedienen, was Emilia Roig ja zum Beispiel in ihrem Buch, in dem es um Why We Matter, das ist ja das große identitätspolitische Thema, anreißt. Also was bedeutet Solidarität mit denjenigen, die ich, um es mal aus einer Ich-Perspektive vielleicht zu sagen, die ich vorher nicht gesehen habe, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, wo ich jetzt zuhören, um das nochmal zu bedienen, und aushalten lernen muss, weil es vielleicht meine Pfründe angreift. Weil das ist, finde ich, das große Thema. Solidarität bedeutet in unserer heutigen Gesellschaft eben auch teilen zu müssen. Und ich glaube, das ist ja auch, worum sich vieles dreht. Wenn es um Unterdrückung geht, geht es um Macht, dann geht es um Teilen. Und das sind riesig große Worte, wenn ich sie subjektiv betrachte und auf mich beziehe. Aber dann ist doch die Frage, Solidarität, Privilegien ist das andere Wort, das man benutzen könnte. Was muss ich eigentlich teilen und teile ich das gerne? Bin ich bereit, das zu teilen? Und das sind ja alles Fragen, die sich in so einem solidarischen Kontext eben verhandelt werden. Die kann man auf Vereinsarbeit beziehen. Also ich hatte schon über Pfadfinder nachgedacht. Also wie wurden wir denn als Kinder sozialisiert, dass wir zum Beispiel Teilen und Solidarität gelernt haben? Haben wir das individuell überhaupt gelernt? Waren wir mal in einem Verein? Waren wir bei den Pfadfindern? Also jede, ich sag mal, Culture Codes sind unterschiedlich. Und wo durfte ich das sozusagen in meiner Entwicklung mit aufnehmen, damit es mir als Erwachsene auch leichter fällt? Ich finde, das sind alles auch wieder emotionale Themen, denn wenn ich das zum Beispiel nicht habe, dann müsste ich das ja jetzt lernen als Teil der politischen Bildung. Weil wenn wir über Politik reden, dann reden wir über politische Bildung. Und hier schließt sich für mich wieder der Kreis. Herr Özdemir, wie ist das bei Ihnen? Wie nehmen Sie das wahr, dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Mix oder diese beiden Komponenten, also Solidarität und Gerechtigkeit. Wie gut kann die Politik dieses Bedürfnis oder vielleicht auch diese Forderung danach, wie gut kann Politik das ausbalancieren oder annehmen? Es hat mir gut gefallen, das Bild. Also jetzt übertragen wieder auf Alltag oder auf Politik, würde es heißen, es ist jetzt nicht die eigene Anstrengung, aber die Unterstützung der Gesellschaft dabei, gläserne Decken zu durchwinden. Also beispielsweise in der Bildungspolitik, meine Hausaufgaben muss ich halt nun mal selber machen, die kann niemand für mich machen, aber dafür zu sorgen, dass ich ein Bildungssystem habe, das mich nicht aufgrund dessen, dass ich aus einer migrantischen Arbeiterfamilie komme, aussortiert oder mir schlechtere Chancen gibt, das ist die
Aufgabe der Gesellschaft, mir diese Möglichkeit zu geben. Das wäre das quasi übertragen, das Ideal, dass alle ihr Potenzial ausschöpfen können, entwickeln können, zum eigenen Wohl und zum Wohle aller. Ja, die Runde nickt und ist sich, ja, Herr Bude? Ich will nur mal sagen, also nur da, um die Sache noch ein bisschen kompliziert zu machen. Ich bin Katholik und da gibt es einen Begriff, der an den Begriff der Solidarität anstößt. Das ist der Barmherzigkeit. Ich bin für Barmherzigkeit auch, aber das ist nicht Solidarität. Barmherzigkeit, es gibt auch Situationen, wo man barmherzig sein muss. Ich bin da fest von überzeugt. Ich halte für Barmherzigkeit für einen erstrebenswerten Zustand, damit sie damit keine oder erstrebenswerte Tugend. Aber Solidarität ist etwas anderes. Solidarität ist das Schätzen des anderen in seinen Möglichkeiten oder der anderen Person in ihren Möglichkeiten. Also ich komme aus einer, ich habe jetzt kürzlich mit meiner Frau und einer Freundin einen Roman über die Hausbesetzerbewegung der 80er Jahre geschrieben. Und da haben wir gemerkt, dass wir in einem gemeinsam besetzten Haus wirklich Solidarität praktiziert haben, in dem Sinne, dass es da Kinder aus der Unterklasse gab, die konnten halt Nazis in die Flucht schlagen, die uns überfallen haben. Die wussten, wie man mit einem Baseballschläger umgeht. Ich wusste das nicht. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie wichtig das ist, dass der da war. Sonst hatten so eine Schleuder, wer weiß, wie ich da rausgekommen wäre, wenn der nicht gewusst hätte, komm, nimm jetzt und hau. Mhm. Und das ist Solidarität. Ich habe den gebraucht. Das war Solidarität. Der hat jetzt nicht auch gebraucht? Ja, er hat mich auch gebraucht, weil ich dann irgendwann verhandeln konnte, sodass wir vielleicht doch nicht in den Knast gehen mussten, weil wir Strom geklaut haben. So. Ja, das ist aber gut. Ich habe da auch nicht, habe dafür keine Privilegien gewollt. Wirklich, ich habe dafür keine Privilegien gewollt. Ich wusste, wir kriegen das nur hin, wenn wir die Chancen und die Talente der Einzelnen, die uns natürlich in einer Situation gemeinsam zusammengebracht haben. Als dann die Besetzerzeit vorbei war, wurde es auch traurig, weil dann manche den Solidaritätsraum merken, da konnten sie jetzt nicht mehr ihre Dinge einbringen. Ich wollte Professor werden, natürlich, war auf Bildungsaufstieg, ich wollte unbedingt Professor werden. Und dann konnte ich mich jetzt nicht mehr mit den Jungs aus der Unterklasse zu lange abgeben. Es war so. Dann habe ich sie irgendwie ihren Gang laufen lassen. Ja, warum geht das eigentlich nicht? Das frage ich mich ganz oft. Was hindert uns daran? Weil die Biografien dann auseinandergehen. Es ist zu unterschiedlich. Ja, natürlich. Es gibt soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Natürlich. Wichtig ist jetzt, dass ich soziale Ungleichheit nicht für einen Naturzustand halte, sondern sage, ja, es gibt es und es ist auch ein Grund, darüber zu klagen, aber ich muss Ihnen gestehen, es ist kein Grund, darüber zu verzweifeln. Weil auch soziale Ungleichheit eine Realität ist, die wir auch immer wieder herstellen durch die Art und Weise, was wir im Leben schaffen oder nicht schaffen. Und das ist auch wieder der Punkt der Einzelnen. Das war für mich aber eine ganz, ganz wichtige lebensgeschichtliche Erfahrung, zu sehen, es gibt Momente intensiver Solidarität, die dann auch manchmal zerfallen wieder im Leben. Mhm. Aber der wichtige Punkt ist, du sollst das nie vergessen, dass es den gegeben hat. Haben Sie ja auch nicht vergessen. Habe ich auch nicht. Ja, interessante Geschichte. Tatsächlich auch wieder ein Beispiel, finde ich, was man sich einfach gut merken kann und was das einfach nochmal bedeutet. Frau Haruna Oelker, Sie melden sich. Bitte schön. Genau, ich fand das jetzt interessant mit der Barmherzigkeit, weil wenn man jetzt mal, Sie haben es ja auch definiert, aber ich finde zum Beispiel auch solidarisch geht uns alle an. Also es gibt, alle müssen solidarisch sein, egal aus welcher Position heraus, woher sie kommen, weil man muss ja sozusagen ein Verständnis für das Gegenüber aufbauen, egal wie viel es weiß, nicht weiß, ob es privilegiert war, nicht privilegiert war, egal. Wir wollen ja an diesem Tisch sitzen, wir können uns nicht die ganze Zeit Vorwürfe machen, wir wollen ein solidarisches Bündnis schaffen. Und barmherzig verstehe ich zum Beispiel, auch wenn es natürlich eine große Geste ist, verstehe ich schon, von ich habe mehr, du hast weniger und also im Übertragenen und deswegen. Das ist für mich zum Beispiel ähnlich wie mit diesem Begriff Akzeptanz und Toleranz. Wir haben oft Kampagnen und Ähnliches und da geht es dann um Toleranz. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Begriff, weil Toleranz ja auch ein Machtgefälle hat. Was passiert, wenn ich es jetzt nicht toleriere, wenn ich dich und dein Leben nicht toleriere? Aber ich kann lernen, andere Menschen Leben zu akzeptieren und dabei sie nicht toll finden zu müssen. Und ich glaube, das würde es vielen Menschen einfacher machen, zu sagen, es geht eher darum, uns einander zu akzeptieren, um solidarisch zu sein, um dann Strukturen zu verändern, die Herr Özdemir ja gerade in konkreten Beispielen angesprochen hat, weil darum geht es ja schon
letztendlich, ich will nicht so abstrakt auch nicht bleiben, wenn ich von Teilen spreche, rede ich von Strukturen. Strukturen bedeutet etablierte Abläufe, Wertvorstellungen, ob das jetzt im Schulsystem, im Bildungssystem sein, ob es in meiner eigenen Zunft ist, in Medienhäusern oder Medien an sich. Und das lässt sich ja übertragen auf andere Formen, wo man sieht, dass es Ungerechtigkeiten gibt. Und das dann übertragen und dann vielleicht noch in diesen solidarischen Gedanken zu weiten, zu sagen, wenn ich feststelle, dass ich als Individuum vielleicht mit manchen Merkmalen oder Identitätsmarkern oder Differenzerfahrungen sowohl Diskriminierungserfahrungen machen kann, als auch diskriminieren kann. Also gar nicht, weil ich das tue, sondern weil meine Positionen das hergeben. Dann löst sich auf einmal dieses ganze Konstrukt von kollektiven, also Identitäten von du bist anders als ich an diesem Tisch auf. Weil auf einmal haben wir mehr gemeinsam. Das soll jetzt nicht so eigentlich soll es schon auch liebevoll klingen, weil ich glaube, auch das ist für eine solidarische Gemeinschaft wichtig, sich in der Differenz, die Differenzen anzuerkennen, die man hat und vielleicht sogar festzustellen, wir teilen das. Weil wenn Sie das Stichwort soziale Ungleichheit beschreiben und gerade das Thema Klasse und gerade in unserer Gesellschaft, die veränderbar ist, wie Sie beschreiben, dann liegen doch in vielen Biografien, die gerade sich fremd sind, viele Gemeinsamkeiten, was Merkmale angeht, über die wir viel zu selten sprechen. Genau, das noch als ein Denken und Philosophieren darüber. Ich springe noch mal kurz zurück zum Einspieler. Da haben wir ja unter anderem auch Aminata Touré gesehen, Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein. Und sie hat ja erklärt, dass sie Vielfalt als Vorteil für politische Prozesse sieht. Inwiefern wäre oder ist das ja eben auch schon vielleicht eine gute Kraft, um zu zeigen, okay, da bewegt sich tatsächlich auch was. Also welche Wichtigkeit geben Sie dieser Vielfalt, Herr Özdemir? Naja, wenn man Unternehmen ist, die international tätig sind, muss man da, glaube ich, nicht mehr lange drüber reden. Die haben die Erkenntnis längst umgesetzt. Das bildet sich da, früher bildet es sich in der Belegschaft ab, mittlerweile bildet es sich auch zunehmend in der Führung ab, weil die einfach verstanden haben, dass entsprechend zusammengesetzte Teams dem Prozess mehr dienen. Das ist in der Politik noch nicht ganz so weit, leider. Der Anspruch, die Gesellschaft in ihrer Breite abzubilden. Ich fand es wichtig, dass Sie gerade auch die soziale Frage angesprochen haben. Denn bei der Vielfalt wird mir immer ein bisschen übersehen. Das ist ein bisschen mein Problem bei Teilen der Identitätsdebatte, dass die soziale Komponente ausgeblendet wird. Und das kannst du aber nicht ausblenden. Also die Veränderung, von der ich rede, ist keine Veränderung, die sagt, weiße Bildungsbürger nehmen sich jetzt noch ein paar migrantische Bildungsbürger dazu und unterhalten sich über die Zukunft des Landes. Manchen reicht es, mir nicht. Also dazu habe ich einfach eine andere Biografie. So, sondern du musst immer auch die soziale Frage mit einbeziehen, wenn du den Anspruch hast, gerecht zu sein. Und ich mache es auch da mal wieder konkret, weil ich jetzt beim Zuhören die ganze Zeit nachgedacht habe, auf welches Beispiel man das anwenden könnte. Man kann in der Politik die Forderung erheben, zu sagen, Kita-Gebühren streichen. Das kann man machen. Man kann sich aber auch überlegen, dass man sie sozial staffelt und dafür sorgen, dass in den benachteiligten Stadtteilen die besten Kitas der Welt sind. Und dafür sorgt, dass es dort besonders attraktiv ist. Ich kann dafür sorgen, dass in den Stadtteilen, wo der Anteil von Arbeiterfamilien, von migrantischen Familien, von Hartz-IV-Bezieherfamilien, dass dort der Klassenteiler am kleinsten ist in der Schule, die Ganztagesschulen am schnellsten ausgebaut werden etc., wo die einen bestimmten Zweig entwickeln, damit Mittelschichtsfamilien dort nicht wegziehen, übrigens auch migrantische Mittelschichtsfamilien, oder aber ich mache eine Politik, wie wir es heute gerade haben, dass die Abstimmung de facto mit den Füßen stattfindet, dass alle, die können, eben ihre Kinder dort rausnehmen, in andere Stadtteile ziehen oder sie dort versuchen anzumelden. Beides kommt mit dem Anspruch der Gerechtigkeit einher, aber nur eines davon ist tatsächlich gerecht für diejenigen, die dort wohnen. Und das gut gemeint in der Gerechtigkeitspolitik ist oftmals das Gegenteil von gut gemacht oder von tatsächlich gerecht im Ergebnis. Das würde jetzt zu weit führen. Das ist auch mein Grund, warum ich zwischen bedingungslosen Grundeinkommen einen völlig anderen Ansatz habe, weil ich finde, das geht an so Leuten wie mir und da, wo ich herkomme, in meiner Familie komplett vorbei. Komplett vorbei. Das ist ein klassisches Bildungsbürgertum-Projekt,
Ich habe da großen Respekt dafür. Es hat nur nichts mit meiner Lebenssituation zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie meine Mutter, wie mein Vater gelebt hat, der zwei Jobs hatte, weil das Geld nicht gereicht hat. Meine Mutter, die in der Papierfabrik gearbeitet hat, geschichtet hat, Akkord gearbeitet hat. Es hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Und das ist ein bisschen das Problem. Die Diskurse werden in fast allen Parteien geführt von Leuten, die über Schichten reden, denen sie nie angehört haben. Und diejenigen, um die es geht, die sitzen bei den Entscheidungen bei praktisch keiner Partei, auch nur im Entferntesten mit am Tisch. Jetzt komme ich in die, darf ich? Ja, na klar. Jetzt komme ich in die ulkige Situation, dass ich jetzt die Identitätspolitik gegen Cem Özdemir ein bisschen verteidigen möchte. Bitte. Und zwar dadurch, es gibt von Judith Sklar einen Satz, der mir sehr wichtig ist. Ich möchte wirklich niemandem wehtun durch meine Existenz, niemandem Schmerz zufügen. Das will ich wirklich nicht. Ich will niemanden in die Ecke drängen, weil ich sage, du hast so viele Bücher gelesen und du bist Professor. Ich will es nicht, ich will es nicht. Aber ich will es aber auch nicht dementieren, dass ich ein Bildungsbürger bin. Ich bin, also verstehen Sie, ich kann doch nicht sagen, ich bin ein Bildungsbürger. Natürlich, wenn ich kein Bildungsbürger bin, dann gibt es keinen mehr. Ne? Also um es mal hart zu sagen. Ne? Also es geht nicht. Ich interessiere mich für Musik, ich interessiere mich für Kunst, ich kaufe Bilder, ich kaufe Erstausgaben. Sie haben mit Hesse ein Problem. Ja, Hesse, weil mir das alles zu viel Unterhaltungsliteratur war. Ich war für Peter Weiß damals, also damit das nur mal klar ist. Also, aber ich möchte wirklich niemandem wehtun. Also verstehen Sie, ich will niemandem, also wie auch immer, das ist wieder Solidarität, weil ich immer gucke, es kann nicht sein, dass du nicht etwas kannst und weißt, wo ich sage, boah, das kann ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Darf ich mal ein Beispiel geben, wo das super aufgelöst ist? Ja. Und jetzt bewusst ein Kompliment nicht für meine Partei, sondern für eine andere, die gerade ziemlich gebeutelt wird. Die Sozialdemokraten mit dem BAföG in den 70er Jahren. Mhm. Also die das gemacht haben, waren ja jetzt eher, sagen wir mal, klassische Bildungsbürger. So, und die haben das aber eingeführt für diejenigen, für die sie Politik machen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie ich dafür sorgen kann, dass die Privilegien, die ich genieße, dass ich dafür sorge, dass anderen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie ebenfalls an diesem Tisch Platz nehmen können. Sowas würde ich mir wünschen heute in der Politik. Solche Beispiele, wie wir praktische Politik machen, die wirklich den Leben, den Menschen hilft, ihr Leben besser zu machen. Aber ich glaube schon, und dann höre ich auch auf, ich glaube schon, dass wir diese sozusagen ein Empfinden dafür haben. Ich will nicht überall Critical Whiteness und so weiter, aber ich will schon, wirklich, es ist mir wichtig, Leute so wahrzunehmen, wie sie sind und in ihren Punkten, also ich frage immer jetzt Kollegen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, sag mal, wann ist es eigentlich gekommen, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr hier eher ein Problem seid? Und dann sagen die immer, erzählen mehr oder minder immer dieselben Geschichten, wie ich aufgewachsen bin, ich bin Bildungs-, weil die in meiner Welt leben, sind natürlich Bildungsprofiteure und sagen, ja, es war irgendwie alles ganz gut und irgendwann kam da dieses furchtbare Buch, das uns gesagt hat, wir sind ein Problem. Welches Buch meinen Sie? Meinen Sie das von Sarrazin, Herrn Sarrazin? Natürlich. Ja, okay. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, im Alter des Coming-outs, des adolescenten Coming-outs, lesen sie, wir sind ein Problem. Und sie hatten vorher nie das Gefühl, dass sie ein Problem sind für irgendeine eingebildete Mehrheit dieser Gesellschaft. Und diese Geschichte höre ich immer wieder und das habe ich wirklich, ich komme da richtig nicht raus. Dann, wenn ich dann sage, sag mal, aber Sarrazin hat fast 2 Millionen Exemplare von seinem Buch gekauft, aber weißt du, was das erfolgreichste Sachbuch der Nachkriegszeit war? Mit 5 Millionen, 6 Millionen, das war Ali von Günter Wallraff, also 3-mal so viel wie, ja, aber das war eine andere Zeit und das stimmt nicht mehr. Und das ist total, diese Diskussion ist total interessant. Ich kann nicht mehr über unten, über Wallraff, weil immer, nein, der Sarrazin spricht, der spricht für die Mehrheit der Gesellschaft. Ja, ich sage, warum nicht Günter Wallraff? Das ist interessant. Frau Haruna Oelker, ich habe gesehen, dass Sie sich gemeldet haben. Genau, ich muss es immer mal wieder so aufnehmen, weil genau, sonst, wir wollen Sie nicht verlieren in dieser Diskussion natürlich. Bitte schön. Ich versuche gerade den Dreher jetzt von Wallraff und Sarrazin. Also ich würde jetzt ganz kurz bei Sarrazin beginnen und dann das andere sagen, was ich eigentlich sagen wollte, weil Sarrazin
könnte man auch so lesen, er kam zu einer Zeit, weil nach Krisen kommen immer das Bedürfnis, Schuldige zu suchen. Wir hatten die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, dann Sarrazin hatte einfach Glück, zur richtigen Zeit das richtige Thema zu bedienen, weil wir hatten das Ähnliche nach der sogenannten Flüchtlingskrise und jetzt könnte man von der Corona-Krise sprechen und dann kann man immer wieder gesellschaftliche Mechanismen ja feststellen. Aber nochmal zurück zur Klasse. Sie haben jetzt gesagt, Herr Bude, wehtun. Ich habe das vielleicht nicht so richtig verstanden, aber ich finde, das ist genau der Punkt. Eigentlich sollte niemandem nichts wehtun für das, was er oder sie selbst ist, wenn wir an diesem Tisch sitzen. Weil genau, das ist ja ein sehr emotionales Gefühl, um das Wort zu bedienen. Wenn ich mir etwas wehtut und schmerzt, bin ich nicht wirklich befähigt, dem anderen zuzuhören, weil ich mich mit mir selber beschäftige. Also raus aus der Schmerzzone, eher rein in die Akzeptanzzone und der freudvollen, dem Genuss in seiner Position zu sein, ohne Selbstgeißelung und zu sagen, okay, das ist es, was ich bin. Und ich meine, ich bin auch eine Bildungsaufsteigerin. Ich komme auch aus, habe auch eine Biografie, wie Herr Özdemir. Ich weiß genau, was ich an Codes gelernt habe. Und ich spreche viele Sprachen, sage ich immer, und kann an unterschiedlichen Orten sprechen. Und das ist natürlich auch eine Form von Privileg. Die Frage ist jetzt sozusagen, was ist an diesem Tisch, von dem wir es vorhin hatten? Also die Frage ist, wenn ich also an diesem Tisch sitze und mir die Leute angucke und da gehe ich mit Herrn Özdemir, dann ist die Frage, wen hole ich mir dazu an den Tisch? Und ich sehe auch, ich habe auch Beobachtungen, es ist natürlich leichter, sich seinesgleichen an den Tisch zu holen. Und jetzt reden viele Menschen über Diversity und keiner weiß so genau, wie es geht. Dann holen wir uns doch Ähnliche. Und ähnlich bedeutet oft ähnlich auch in dem Klassenverständnis. Obwohl, und das ist so interessant, gerade in der Klasse genau die Überschneidungen liegen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die so viel Gemeinsames bringen. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Wenn jetzt viele davon reden, die sozial Abgehängten, also ich sage mal viele, es gibt ja Menschen, die vertreten die These, dass sozusagen linke Politik den Aufstieg von rechts begünstige, also all diese Thesen, die es dort gibt, eine vermeintliche Linke, die nicht verstanden hat, diese Identitätspolitik nutzt und nicht verstanden hat, was den Bürger, die Bürgerin wirklich trifft, die soziale Frage, an der vorbeischifft. Und ich immer wieder daran erinnern möchte, und nicht nur ich, sondern auch viele Wissenschaftlerinnen, die ich zitiere, wenn ich darüber schreibe, dass diese sogenannten Abgehängten, die soziale Frage betrifft, einen aus diesem genau identitätspolitischen Spektrum kommt, die überschneidende Erfahrungen haben von zum Beispiel Arbeiter zu sein, Arbeiterin, zum Beispiel migrantisiert zu sein. Also gerade diese Minderheiten, die angeblich zu viel wollen, zu kompliziert, zu laut sind, wenn man genau hinschaut, die nicht am Tisch sitzen, bringen all die Merkmale mit, nur sie haben keine Zeit, darüber zu reden, weil sie haben mit anderen Dingen zu tun und andere Dinge zu bewältigen. Das heißt, wenn das Bildungsbürgerliche mich befähigt dazu, Kapazitäten und Ressourcen zu haben, es zu verhandeln, sollte ich nicht vergessen, immer mein Ohr bei denjenigen zu haben, über die ich spreche. Und nicht nur mein Ohr bei denen, sondern sie an den Tisch zu holen. Und dann wird es halt unangenehmer, weil dann muss ich mir auch Fragen stellen lassen. Herr Bude, möchten Sie direkt reagieren? Ja, also ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin ein Bildungsbürger und ich weiß nicht. Ich auch jetzt. Ja, eben, genau. Also ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Leute irgendwie nicht am Tisch haben will. Ehrlich, ich bin wirklich ehrlich. Ich weiß nicht. Also natürlich, wenn Leute sich nicht benehmen können, klar, dann sollen sie gehen. Das ist keine Frage. Man muss sich schon benehmen können am Tisch. Das ist völlig normal. Aber also, Sie denn sagen, dass wirklich alle am Tisch sitzen? Also, ja, aber natürlich, es gibt Strukturproblematiken, die ermöglichen es nicht, am Tisch zu sitzen. So eine Struktur ist so eine Sache. Wissen Sie, wir haben im Augenblick etwa 50-55% eines Jahres machen Abitur in Deutschland. Davon sind mindestens 25% Aufstiegsbiografien. Nach wie vor in unserer Gesellschaft. Und ich sehe das in Kassel an der Gesamthochschule, früher jetzt Universität. Ich habe viele, viele Leute in meinen Seminaren, die erste Generation Abitur haben. Und das ist nach wie vor so. Und die haben, viele von denen haben Zuwanderungsgeschichte, absolut richtig, sehr unterschiedlich. Und ich sehe die alle sehr angenehm an sich arbeiten, dann manchmal sich beschwerend und dann manchmal denke ich, oje, jetzt müsste aber auch mal ein bisschen
ein bisschen Überforderung ist nun mal Leistung. Ich ein bisschen dosierte Überforderung. Universität ist dosierte Überforderung. Es ist halt so. Aber ich bin nicht irgendjemand, der sagt, hör mal, du kannst es nicht oder du willst. Bin wirklich, wirklich nicht. Und ich merke nur, wenn ich ganz ehrlich bin, dass viele Kollegen plötzlich ihre Arbeiterherkunft auspacken. Und ich sage mal, was war denn dein Vater? Ach, der war technischer Zeichner? Ja, kleiner technischer Zeichner. Ja, aber sagen wir mal, Liebes, das war kein Arbeiter, ein technischer Zeichner. Ja, aber kleiner technischer Zeichner. Jetzt komm, willst du mir jetzt in den Wettbewerb eintreten, ob du aus der Arbeiterklasse kommst? Ist ja irgendwie verfehltes Thema. Das ist ja jetzt so auf so einer individuellen Ebene, nee, so eine Art, wie Sie beschreiben, Battle, so wem ging es schlechter. Nee, das ist nicht verfehlt. Das ist natürlich total fehlgeleitet. Ich habe die ganze überlegt, wie wir die Abzweigung gerade genommen haben, dass Sie, Herr Bude, jetzt glauben, sich rechtfertigen zu müssen, weil das wäre völlig absurd. An dem Tisch, wenn wir jetzt zu dem Bild des Tisches zurückkommen, das teile ich schon, da sitzen jetzt noch nicht alle, das kann man glaube ich noch nicht sagen, aber wir sind natürlich vergleichsweise in einer Gesellschaft, wo es wesentlich leichter ist, an diesen Tisch zu kommen. Das ist gar keine Frage, global gesehen sowieso. Aber der Anspruch, dass es leichter wird, an den Tisch zu kommen, den haben wir, glaube ich, alle. Da leisten Sie einen wesentlichen Beitrag und wir, die Heinrich-Böll-Stiftung und alle. Vielleicht war ich der Sünder, der diese Abzweigung verursacht hat, dann tut es mir leid. Aber was ich auch mal abzweigen. Okay, was ich da, tut mir jetzt richtig leid. Jetzt heißt wieder, der hat mir mal die Diskussion hingeführt. Wird nie wieder eingeladen. Also worum es mir ging, ist, wir müssen uns überlegen, da, wo wir sind, da, wo wir wohnen, in den schönen Stadtteilen und so weiter, dass es natürlich so ist in der Gesellschaft, dass der Anspruch, dass jeder es überall hin theoretisch schaffen können müsste, wenn sie oder er die Befähigung dazu hat. Das ist ein hehrer Wunsch, das umzusetzen perfekt nie ganz geht, weil wir eben Menschen sind und es gibt immer Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Aber den Anspruch müssen wir haben und die Politik daran ausrichten, dass das möglichst möglich ist. So, darum ging es mir eigentlich um nichts anderes. Und ich habe gesagt, dass wir manchmal in dem, was wir priorisieren, uns für Dinge entscheiden, die uns diesem Ziel nicht näher führen, sondern eher bestehende Strukturen zementieren. Das war das Beispiel eben, wenn ich die Möglichkeit habe, das Geld reinzustecken in eine gute Kita oder in den Verzicht auf Kita-Gebühren. Genau. Ja. Deshalb sage ich es nochmal, was ich ursprünglich meinte, dann ist die Entscheidung, auf die Kita-Gebühr zu verzichten, möglicherweise auch eine Entscheidung, ohne dass das die Leute wollen, zu sagen, dann ist es halt eine schlechte Kita. Und das will ich aber nicht, weil ich genau weiß, was den Unterschied ausmacht, ob ich eine Kita habe, die so ist, dass ein Kind, das vielleicht später Deutsch lernt, eine Möglichkeit an dieser Kita das Potenzial auszuschöpfen. Man kann das übrigens auch volkswirtschaftlich begründen. Man muss es gar nicht humanitär begründen. Was entgeht der Gesellschaft alles an Potenzial dadurch, dass wir nicht Menschen die Möglichkeit geben, ihr Potenzial auszuschöpfen? Mein Job ist es unter anderem auch, ein bisschen hier die Zeit im Auge zu behalten. Tatsächlich ist diese Stunde schon fast rum und ich würde gerne noch mal versuchen, ein kleines Resümee zu ziehen. Ich glaube, das haben wir irgendwann am Anfang schon mal besprochen. Da ging es auch um die Widersprüche, die wir ja irgendwie auch alle aushalten müssen, auch was so emotionale Lagen angeht, also Mut, Ohnmacht, Resignation, Engagement, Freude, Aggression, haben wir irgendwie alles in uns, bekommen wir alles mit, auch in der Gesellschaft. Wie kann aus diesen vielleicht ja auch nur vermeintlichen Widersprüchen etwas werden, was produktiv ist, was uns als Gesellschaft dann tatsächlich auch hilft, vielleicht anderthalb oder zwei Schritte nach vorne zu gehen? Wollen Sie es wissen? Ja. Also ich glaube, wir brauchen in der Situation eine Schule der Affekte. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben eben schon irgendjemand hat über Hass oder so geredet. Vielleicht war das in den Einspielern. Und so. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Zum Beispiel über Hass und Wut. Genau, Sie haben es auch gesagt. Über Hass und Wut. Zum Beispiel, es ist, glaube ich, auch für die politische Bildung ein großer Vorteil, wenn wir wissen, was der Unterschied zwischen Hass und Wut ist. Und wenn wir uns da mal ein bisschen gemeinsam drüber aufklären, dass wenn man wütend ist, das ist interessant, macht man es gerne, hat man einen Grund dafür und interessanterweise hat man manchmal ein schlechtes Gewissen, dass man so furchtbar wütend sich gezeigt hat. Aber Leute, die hassen, haben nie ein schlechtes Gewissen, dass sie Hass gezeigt haben.
Und das ist ein sehr interessanter Unterschied. Hass ist, hat immer eine eliminatorische Seite, Wut hat eine erregende, fast sozialisierende Seite. Und es gibt Gründe, wütend zu sein, auch in unserer Gesellschaft. Es gibt Gründe auch zu sagen, jetzt reicht es mir. Es gibt auch manchmal Gründe zu hassen, aber Hass ist sehr gefährlich, vor allen Dingen dann, wenn es jemanden gibt, der die Droge Hass verteilt und sagt, willst du auch noch hassen? Hier, kriegst du. Du darfst auch noch hassen. License to hate ist keine gute Idee für unsere Gesellschaft. Und das ist so ein Punkt, Hass und Wut, aber auch diesen Synthesebegriff der Emotionen ein bisschen aufzulösen. Was ist Erregung, was ist Angst, was ist Niedergeschlagenheit, was ist Ohnmacht? Dass diese Vielfalt unserer emotionalen Möglichkeiten als Möglichkeiten zu sehen, da braucht es eine reiche politische Semantik und es wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir diese reiche politische Semantik über die gefühlsmäßige Verfasstheit unserer selbst als politischen Bürgerinnen und Bürger ein bisschen ins Auge fassen könnten. Frau Haruna Oecker, Sie dürfen auch gerne, wenn Sie wollen, Herr Özdemir, bitte sehen Sie es mir nach, dass ich Frau Haruna Oecker das letzte Wort erteile. Ich habe aber schon wieder beobachtet, dass sie auch ein bisschen was mitgeschrieben hat. Und genau, würde Sie einfach bitten... Ich könnte auch gar nichts hinzufügen, das war so schön. Umso besser, genau. Genau, also wie können wir aus diesen vermeintlichen Widersprüchen was Positives machen? Was würden Sie sagen? Ich habe tatsächlich mitgeschrieben, weil ich es interessant fand, zu sagen, ja, gehen, wenn alle nicht verstehen, was unter Emotionen gemeint oder verstanden wird und daraus so ein Einheitswischwasch machen, dann ist es natürlich schwierig. Ich würde dem nur hinzufügen, vielleicht noch eine Portion Resilienz und Superpower. Also Resilienz für die einen, die aushalten müssen, dass sich Dinge verändern, und Superpower für die, die seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten für widerständig, für Gleichberechtigung einstehen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Stunde Diskussion mit Cem Özdemir, Heinz Bude und Hadija Haruna Oecker. Ging irgendwie dann doch wieder viel schneller vorbei, als man gedacht hat. Ich gebe Ihnen gerne noch den Hinweis, dass es hier jetzt auch weitergeht in der Böll-Stiftung, und zwar mit den Themenforen 1 bis 3. Partei und Bewegung, eine Frage der Emotionen, da diskutiert Luisa Neubauer auch mit. Das zweite Forum ist Wahlkampf und Emotionen, von der Kunst der richtigen Zuspitzung. Und die Nummer 3 ist die politische Stimmung in Zeiten der Pandemie. Da wird dann Heinz Bude auch noch weiter mit dabei sein. Da werden nochmal Diskussionen und Fragen fortgesetzt. Es wird 3 Zoom-Links dazu geben zu den jeweiligen Foren. Die werden gleich im Chat gepostet oder sind vielleicht auch schon drin. Und wer Probleme hat, der darf sich gerne an den technischen Host wenden. Vielen Dank nochmal an die Runde und einen schönen Nachmittag noch. Bis bald vielleicht. Ciao. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.